Klassenerhaltsnot gegen Sorgenfreiheit im kalten Emsland. 2 Grad, 6500 Zuschauerinnen und Zuschauer trotzdem beim SV Meppen mit dabei, um den ersten Sieg seit 14 Spielen einzufahren. Krämer meinte, er habe sich mit der Mannschaft in die Hand versprochen, um jeden Grashalm zu fighten. Gegner Freiburg, Vierter in Rot, darf nicht aufsteigen, spielt unbekümmert über Makengo und Vermey. Das war die 7. Minute und das war ein erstes Zeichen dieser spielstarken Mannschaft aus dem Breisgau. Nur kurze Zeit später, es ging schnell mit einigen Spielern aus der ersten Mannschaft, unter anderem Merlin Röhl. Und dann pfiff der Unparteiische und Puttkammer, neu in der Meppener Mannschaft, guckt nach langer Verletzungspause zurück, kommt hier den Schritt zu spät gegen Röhl. Folgerichtig der Elfmeter. Und da hat Freiburg einen Spezialisten. Da haben sie den Niederländer. 10. Minute, Vincent Vermey, 9. Saisontreffer, 1:0 für die Gäste. Thomas Stamm, Daumen hoch, zufrieden mit dieser Anfangsphase, in der Freiburg rollte. Dann die Gastgeber mit Pourier und mit Masak und dem Ausgleich. Denkste, er wäre so wichtig gewesen, doch der Unparteiische erkannte hier abseits von Masak, der zwar nicht an den Ball kam, das war Pourier, doch dann laut des Unparteiischen Gespanns keine neue Spielsituation, deshalb Krämer und Meppen um den Ausgleich gebracht. Nur wenig später, die 32. Minute. Meppen fing sich so langsam, kam in die Partie, Kleinsorge und Pourier Alu zum zweiten Mal. Der Top-Torjäger der Meppener, der 7. Saisontreffer, er wollte nicht passieren. Der SVM bekam nach vorne mehr auf die Kette, nach hinten allerdings häufig offen. Und Makengo wusste das zu nutzen über die linke Seite. Julian Stark, Mann war das offen, Mann war das schnell gespielt von den Freiburgern. Julian Stark für die 180 mit Darts-Anspielung und seinem 2. Saisontreffer in der 33. Minute. Der kalte Schlag in Winter-Emsland. Die Jungs sind on fire, sagte Krämer noch vor der Partie. Die Aufbruchstimmung soll doch nicht gefährdet werden. Meppen will hier zumindest noch den Punkt. 2 Tore braucht. Hämlein, 46. Da muss der reingehen. Riesengelegenheit kurz nach Wiederanpfiff. Toller Ball. Hämlein findet den Weg hinter die Kette, aber Atubolo zurück aus der ersten Mannschaft fährt den Tentakel aus. Weiter ging's. Blau-Weiß drückte jetzt. Blau-Weiß kam. Kleinsorge hält den warm und Balmert, der Rechtsverteidiger. Und jetzt ist er über die Linie und jetzt zählt er. Erster Saisontreffer von Markus Balmert, weil Kleinsorge hier geistesgegenwärtig bleibt bei diesem Standard und Balmert von der Freiburger Hintermannschaft aus den Augen gelassen wird. Meppen schnuppert, Meppen schmeckt ran an den Punkt. Alles angefeuert von Krämer. Die Hensch Arena loderte im Winter. 63. Hämlein. Vielleicht war sie das, aber für Hämlein sollte es heute nicht sein und für Meppen auch nicht. Freiburg spielte das souverän runter, danach das Krämer-Team bezahlt die Anfangsphase teuer. So blöd es klingt, ist da wieder kein ganz schlechtes Spiel von uns. Wir haben vielleicht am Anfang ein bisschen geträumt, ein bisschen verschlafen, sind nicht ganz so gut reingekommen. Das ist so ein bisschen das Spiegelbild der gesamten Saison bis jetzt. Also wir nutzen unsere Chancen nicht und machen zu viele einfache Fehler und machen es dem Gegner zu leicht. Das wussten wir von Anfang an, dass es hier eklig wird. Darauf waren wir vorbereitet, dass es hier über Kampf geht. Und wir wussten, dass wenn wir das annehmen, dann können wir hier ein gutes Spiel machen. Und ich denke, es ist uns vor allem in der ersten Halbzeit gut gelungen. In der zweiten Halbzeit weniger gut, aber am Ende haben wir alles reingeworfen und damit der Sieg, denke ich, auch verdient für uns.
5. Heimpleite in Serie für Metten. Das ist Drittliga-Negativrekord. Und Thomas Stamm mischt mit der jüngsten Mannschaft die Liga weiter auf. Freiburg gewinnt beim Schlusslicht mit 2:1. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.